Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu einer neuen aufregenden Schiffsvorstellung, nämlich der SMS Viribus Unitis. Mit vereinten Kräften, dem Wahlspruch des österreichischen Kaiser Franz Josef, kommt das erste Schiff der kaiserlichen und königlichen Monarchie Österreich-Ungarn in das Spiel, leider unter deutscher Flagge, aber besser als nichts. Die Viribus Unitis war ein Schlachtschiff der Tegetthoff-Klasse. Tegetthoff-Klasse. Lass euch das auf der Zunge zergehen. Wie ihr wisst, ist sie ein Gegenstück zu Dante Alighieri und ja, will ich sagen, vergleichbar mit der deutschen Königsklasse, denn sie war stärker, denn hier haben wir 12 Skore-Geschütze. Und das, was die Viribus Unitis ausgezeichnet hat, war, dass diese Geschütze von hervorragender Qualität, Reichweite und Zielgenauigkeit waren und die Feuerleittechnik denen vieler anderer Staaten und Nationen überlegen war. Sie war relativ langsam, Torpedoschutz quasi nicht vorhanden, da gab es diese Stahlnetze, die ich gerne außen vor lassen würde und verschweigen würde. Jedenfalls, ja, die waren nicht so prall und schwierig zu instand halten und setzen. Und deswegen war diese Dreadnought, die kleiner ist als die Dreadnoughts der anderen Nationen, eher als Küstenverteidiger ja, konzipiert. Das liegt natürlich daran, dass Österreich-Ungarn nicht so viele Werften hatte oder zumindest nicht so viel Küste zu verteidigen. Deswegen reicht das ja auch. Jedenfalls 1911 ging sie in Muggia vom Stapel. Das ist unterhalb von Triest müsste es sein, also im Süden von Triest in dieser Bucht. Das ist die einzige Seite, also der einzige Meerzugang in die Adria, die die Monarchie hatte, welche dann später von Italien eingefordert wurde, als es dann zum Krieg kam, quasi um auf Seiten der Mittelmächte in den Krieg einzutreten in den Ersten Weltkrieg. Natürlich Südtirol gehört auch noch dazu und ganz Venedig und so weiter und so fort. Also kennt dann ja noch die Südfront, die aufgemacht wurde, oder von Italien aus die Nordfront. Na gut, das dehnt sich jetzt ein bisschen zu weit. Schauen wir uns das Schiffchen einmal genauer an, was Wargaming damit vorhat. Wir haben hier 35.700 Trefferpunkte und es sieht schon recht klein und knackig aus. Wir haben 4x3, 305 mm. Wir haben 8500 AP Alpha-Schaden, High dann 4200, 14,7 km Reichweite, 32 Sekunden Nachladezeit, 800 Meter pro Sekunde, Mündungsgeschwindigkeit bei einem Sigma von 1,5. Boah. Der Speed ist, wie schon erwähnt, also der Geschwindigkeit relativ gering mit 20 Knoten, 530 Meter Wendekreisradius und einer Aufdeckungsreichweite von 10,8 Kilometer. Zumindest kann sie weiter schießen, als sie aufgeht. Zwei Slots, Damage Control Party natürlich und den Repair Slot. Es steht darunter explizit, dass die Nationalität des Schiffes vielleicht verändert wird oder sich vielleicht ändern kann. Das bedeutet nicht, dass sie das wird, wenn es released wird. Es kann dann später in einen eigenen Zweig gebracht werden. Wäre interessant. Dann gäbe es natürlich wieder eigene Kapitäne dafür. Aber das würde gleichzeitig bedeuten, dass die kaiserliche und königliche Monarchie Österreich-Ungarn, die Doppelmonarchie, noch ein paar mehr Schiffe bekommen würde. Es ist dann natürlich die Frage, wie weit wir in diesem Baum voranschreiten können. Ich würde tippen, mit ein bisschen gut gemeinten Balancing könnte man auch ein Tier 8 Schiff hervorbringen und mit ein bisschen Übertreibung könnte auch ein Tier 9 Schiff bei rauskommen. Natürlich ist der Markt relativ gering, es gibt nicht so viele Österreicher, um die 8 Millionen. Weiß nicht, ob sich das bezahlt macht, ein Schiff zu designen dafür, aber ich bin auf jeden Fall ja, schon mal guter Dinge, denn das erste K&K-Schiff. Und das, bevor der italienische Baum oder der reinkommt oder überhaupt ein spanisches Schiff da ist. Das ist interessant. Was bekommen wir als nächstes? Ein Schiff aus Dänemark vielleicht. Wobei, da ist das wieder andere. Das ist eine Seefahrernation im Gegensatz zum Kaiserreich. Nun denn, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann bald wieder im nächsten Gefecht oder im nächsten Infovideo. Ciao.